Ausgezeichnet. Wo wollten wir da? Dann gehen wir jetzt mal zum Höhle des Zutritts und von der Höhle des Zutritts aus betreten wir jetzt dort drüben die Pura-Herausforderung. Wow. Purer Purismus. Hey, der ist da gerade erst, ich habe es genau gesehen, gespawnt. Ich habe genau gesehen, dass der jetzt gerade eben erst gespawnt ist. Das Spiel kann mich nicht veralbern. Gehen wir den Berg hinauf, sammeln noch ein bisschen Zeugs. Ich bin froh, dass ich dann, wenn ich genügend Mana-Tränke habe. Moment, ich müsste mal... Einfacher Heiltrank. Ach, hier kann ich das alles... Das habe ich hier draufgepackt. Schön. Dann könnte ich ja auch mal hier diese einfachen Erfahrungsstärker da drauf zuweisen. Oder hatte ich das schon? Zuweisen. Gibt es da sonst noch was? Einfacher Heiltrank. Ja, das ist klar. Habe ich ja auch eingekauft, wie blöde. Dann tue ich da mal den Schicksalstrank drauf. So. Da muss ich doch gar nicht hin. Wo laufe ich denn hin? Da geht's nach Dalentart. Da will ich aber gar nicht hin. Ich will doch aber gar nicht nach Dalentart. Ich will doch da außen und dann muss ich da außen rumhauen. Hey, da ist schon wieder eine Feier. Hallo, ich befreie euch bald. Vorher muss ich euch leider immer noch alle töten, wenn ihr mir auf die Nerven geht. Das tut mir dann sehr leid. Sterbt selber. Das Spielchen spiele ich nämlich nicht mit. Hast du Glitzer dabei? Nein. Kitscha. Dann kann ich hier außen rum und kann ich dann... Da haben wir noch so einen Blitztypi. Boah, ich muss ganz da außen rumlaufen. Na gut. Ey, du! Ah, mit Blitz gegen Blitz ist nicht effektiv, ne? Dann nehmen wir mal Feuer. Ja, Feuer ist tatsächlich gegen die Sturm-Champions effektiv. Die Fee-Elfe, was auch immer, haben wir jetzt auch schon mal erledigt. Da drüben fliegen ja noch mehr von der Sorte. Meine Güte, was ist denn hier verseucht von den Elfen da? Ich hätte trotzdem ein paar mehr Gegner noch schön gefunden. Ich weiß nicht, ob in den späteren Gebieten noch mehr abwechslungsreichere Gegner kommen. Aber dass dann doch überall immer wieder das Gleiche ist. Ich meine, die Boggarts vermisst man. Aber was wäre halt, wenn die Boggarts nur in einem Gebiet sind? Hätte man halt mal wieder so eine Gelegenheit zu sagen, ja, ich gehe zurück nach Dalentart oder so, um dann da auf die Boggarts zu treffen. Aber naja. Der Staubling muss gerichtet werden. Na gut, dann richten wir mal den Staublings mit einem Meteor zum Ende. Bam, Bitch. Wer jetzt noch lebt, sagt Piep. Piep? Okay, alle tot. Naja, die stehen ja wieder auf, ne? Kennen wir ja schon. Oh, oh, da ist so viel Zeug, was ich einsammeln kann. Wirklich an jeder Ecke irgendein Geheimnis. Das haben sie ja echt schön eingebaut. Schrott. Und das da drüben noch mehr. Schrotzki, das ist da unten. Okay, da will ich aber jetzt nicht hin. Singendes, klingendes Steinchen. Als die Armeen von Ohn sich zurückzogen, kehrten die Lichtfeinde in das Land zurück und das Haus der Tapferkeit war für immer verändert. Der Konflikt des großen Kreislaufs wurde schwächer und die Feinde verkörperten nun den Frieden des Schlafs. Ingard kämpfte nicht mehr und war ohne Ziel. Der große Kreislauf drehte sich durch Zyklen. Sterblicher besiegte den Helden der Tapferkeit. Sein Name war Roth Marus. Was ist das für ein Geräusch? Hört ihr das? Habt ihr das Geräusch gehört? Das war ja merkwürdig. Als würde irgendwas brennen oder irgendwas Brutales passieren. Naja, egal. Na, dann gehen wir mal hier hin. Was macht die Feier denn da? Alles okay? Hallo, Pura. Ein Kind des Staubs. Was führt euch zur Krone der Sonne? Die Wüste ist unfreundlich zu Sterblichen. Ich berufe mich auf den Hüterritus. Haben Florion und der Zirkel euch geschickt, damit ihr zum Übergang gelangt? Es ist höchst ungewöhnlich, dass ein Sterblicher sich auf einen Feinritus beruft. Aber eure Aura sieht gar nicht aus wie die eines Sterblichen. Also gut, macht euch bereit. Bereit zu kämpfen. Und wieder mal ein Meteorangriff. Den setze ich doch gerne ein. Dann haue ich hier noch ein bisschen Feuer drauf. Ein bisschen Eisklumpen gibt es oben auch noch mal gratis dazu. Und dann haben wir noch das hier. So, das sieht schon mal besser aus. Und jetzt muss ich hier abhauen, abhauen, abhauen. Aua. Ich sag hier abhauen, abhauen, abhauen. Mit Feuer kriege ich die hier nicht. Die hat ihren eigenen Schutzkreis errichtet. Ob ich mit der Zeit auch noch sowas kriege, wenn ich mich mehr... Mühe. Gut gemacht. Oh. Ihr seid eine fähige Kämpferin. Es verwundert nicht, dass ihr euch den Respekt von Florion und seinem Zirkel verdient habt. Der Florian. Das Amulett der Sonne gehört euch.
und mit ihm das Recht, zum Übergang hinabzusteigen. Tut mir übrigens leid, dass ihr so ein bisschen am Bluten seid. Das war keine Absicht. Gut, ich musste sie nicht umbringen. Das ist in Ordnung. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Kannst du jetzt mal da weiter beten? Das ist alles in Ordnung. Ich muss jetzt... Wo? Bis hierhin? Ja, da kann ich ja dann... Ja, da waren wir ja schon mal. Richtig, das haben wir schon mal entdeckt. Gut, dann kann ich ja hier in den Gehörgang gleich reinkriechen. Ohne Probleme, ohne lange Umschweife. Wow. Das ist dann wieder so eins der feinen Zufluchthöhlchen. Die sind immer total verwachsen. Was hat denn da so geglitzert? Ich hab's auch genau gehört. Wäre das hier vielleicht hinter mir eventuell? Oh, eine Truhe zum Bannen. Hallo. Sehr leicht, dann machen wir es automatisch. Trollhautrüstung, gitti gitti git. Ew. Ich möchte keine Trollhautrüstung tragen, das ist ja eklig. Ja, du stinkst so komisch, was ist denn los? Ja, ich trage eine Trollhautrüstung. Die macht mich sehr resistent gegen Schaden. Wenn du meinst... Oh, noch eine Feier, hallo. Willkommen in Kaer Elata, Sterbliche. Wir hatten schon sehr lange keine Besucher mehr. Was führt euch zu uns? Ich brauche den Übergang. Wegen des Naka-Fluchs? Wenn Pura es euch ermöglicht hat zu passieren, dann bitte. Ihr solltet Halkyr aufsuchen. Er wird euch dabei unterstützen. Ich brauche Unterstützung. Und wo ist er? Wir Hütter steigen regelmäßig in die Tiefen von Kaer Elata hinab, um minimale Anpassungen am Übergang vorzunehmen. Okay. Damit die Macht nicht außer Kontrolle gerät. Findet den Übergang. Dann wird auch Halkyr ohne Zweifel in der Nähe sein. Geht klar, geht klar. Seid vorsichtig in diesen Landen, Sterbliche. Entschuldigung, ich Eure wollte... Eure Art ist ihren Gefahren besonders ausgesetzt. Dich ausreden lassen. Bis da drüben hin. Okay, dann muss ich hier durch, nicht wahr? Dann öffnen wir mal die etwas merkwürdige Tür. Tür mit dem Amulett der Sonne geöffnet. Und schauen uns um. Wohin müssen wir? Das sieht doch nach einem Gegner aus. Jawoll. Au, aber jetzt kommt mein Meteor und der zeigt dir dann gleich mal, was wirklich wehtut. Oh nein, 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 nein. Das sehe ich gar nicht ein. Warum ist sie dann wieder geheilt? Ah, sie kann sich einfach mal so heilen. Das finde ich voll nicht... Das finde ich voll nicht gut. Hier noch ein bisschen Eis. Und dann hat sich das auch... Da liegt sie nieder. Aber einen schicken Hintern hat die Dame. Guckt euch den Knackarsch an. Nicht schlecht. Bisschen unfreundlich vielleicht. Vielleicht kann ich mich mal heilen. So, so, so. Wunderbar. Feienlager. Bannenleicht. Autochance. Hat funktioniert. Erneuernde Handwickel. Ich rüste die mal aus. Wie sehen die aus? Das ist wieder hexengewebter Stoff. Das passt immer nicht so gut zueinander. Ich hätte gerne wieder ein Ausrüstungsset. Das sieht immer so viel besser aus. Oh, Glitzer verfolgt mich auf meinem Weg. Und dort vorne haben wir Feen, Elfen. Gibt's hier auch Feen in dem Spiel eigentlich? Wollte ich mal fragen. Hallo, kleine Elfe. Das war's dann wohl, du mit deinem Schmetterlingsflügeln. Ich bin eine Elfe, ich bin wunderschön. Guckt euch meine Flügel an. Nein, 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 das ist eine Trollpflanze. Ich hab's doch genau gesehen. Hexengewebte Robe. Wow, die hat ganz schön Power. Meisters Großschwert des Zwielichts. Wow, das ist ja richtig klasse. Das nehmen wir mal so mit. Nicht in den Plunder. Gut. Hier ist da noch ein versteckter Haufen. Da ist schon wieder so eine Trollpflanze. Ich fall nicht drauf rein, das kannst du knicken. Ey. Sei nicht immer so aggressiv. Ja? Wenn du Aggressionsbewältigungsprobleme hast, ja, dann such dir einen anderen Ort. Bagat! Baka, baka, baka. Ein Bockert-Akrobat sogar. Ist ja mal was ganz Schickes. Dann gehen wir jetzt hier unten lang. Bocker, 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 ich habe eine Maske. Ja, das ist schön für dich, dass du eine Maske hast. Da freue ich mich total. Schon wieder eine Trollpflanze. Also so blöd bin ich wirklich nicht. Primitives Schrottdingsbums und Edelweiß. Hallo, fleischfressende Pflanze. Ich kannte auch mal deinen lateinischen Ausdruck, aber der wird hier in dieser Welt wahrscheinlich sowieso nicht zutreffen. Ich habe irgendwas Lautes. Ja, es ist ein Bargäst. Ja, die machen immer interessante Geräusche. Eissplittern! Zersplittern sie bitte nicht, das tut weh, ich weiß. Oh Mann, die schleudern die aber weit zurück. Und die Chakrame zusätzlich ja auch noch. Ich mag den Rücksturzschaden der Chakrame übrigens total. Da ist ja schon wieder wahrscheinlich irgendwas Besonderes. Wegen der Pflanze dort. Primitiver Müll. Dap, 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 dap.
Okay. Oh, ein glitzernder Bargest. Sie haben was für mich? Das möchte ich gerne looten, danke. 561 Gold! Alter Schwede, und was haben wir denn da vor? Das ist ein Troll. They see me trollen. They hate it. Nehmen wir mal einen Erfahrungsstärker. Nehmen wir mal unseren Abrechnungsmodus und schnappen uns den Prismären-Troll, weil der sieht echt gefährlich aus, als hätte er es voll drauf. Den Boggart kann man in der Nebenbei auch noch gleich mit besiegen, ohne dass man groß Absicht hatte, das zu tun. Den hätten wir jetzt down und jetzt kriegt er den Speer mitten ins Gesicht. Da kannst du mal sehen, ja? Schmerz. Yes. Boggart. Und was hat er jetzt dabei? Kann ich ihn looten? Schuhe des Eisabschwächung. Eichenfaustschild. Boah, ich habe wahnsinnig viele Erfahrungspunkte dafür bekommen. Und durchspringen geht nicht. Aua, ich blute. Das finde ich ja gar nicht toll. Großer Mana-Trank und eine Weißflocke. Deswegen habe ich mich jetzt hier bluten lassen. Mensch, Hanni, du kannst doch dich durchteleportieren. Wieso macht sie denn das nicht? Irgendwie war das blockiert. Gut, ich muss ja diesen Weg nehmen. Dem Troll bin ich auf jeden Fall schon mal ausgewichen. Ich heile mich nochmal schnell, ne? Dann kommt da wieder so eine Trollblume wie die da drüben, die ich nicht besiegen kann. Warum auch immer. Und ein Boggart. Zwei Boggarts. Zwei Boggarts sind besser als einer. Dup, 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 dup. Knupsi, pupsi, pupsi, macht. Tot sind die. Wo geht's da lang? Da will ich lang. Da ist eine Tür. Wo führt mich diese Tür hin? Geht es dann dort weiter? Kann ich diese öffnen? Ja, dort geht es weiter. Ach so, da gibt es noch ein kleines Schatztrüchen mit einem großen Kopf. Grausamer Stab. Boah, wie brutal. Grausamer Stab und brutale Rüstung tragen. Das wäre doch mal was. Boggart! Yay! Meine Freunde! Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Und die Boggarts sind jetzt zerknüppelt. Sowas muss manchmal sein. Okay. Wow, das ist wunderhübsch hier. Lauter Seeufer, was für ein schöner Ort. Warum haben die hier zugelassen, dass hier so viele Monster sind? So ist das doch nicht schön. Da ist denn die... Da ist eine Truhe? Schon wieder so eine Trollpflanze. Ja, ja, komm mir nicht damit. Komm mir nicht damit, du Schnappi. Schnappi. Meisterhafter Dingsbums-Stil, das ist doch toll. Ich bin Schnappi, die kleine Pflanze aus Kingdoms of Amalur. Das ist lustig. Ich schnapp dir jetzt, schnapp mir deine... Das reimt sich nicht. Ich kann nicht reimen heute. Ich muss, das geht nicht, da muss ich ja nachdenken. Hallo, Elfe. Tschüss, Elfe. Bam, bitch. Down geht sie. Was ist denn das hier für ein Kram? Achso, da sind Boggarts tot. Die kämpfen, bekämpfen sich ja gerne gegenseitig. Was hast du noch dabei? Blark, blark. Und dann hole ich mir hier noch ein bisschen Derp. Nicht übel. Nicht übel. Alles mitnehmen. Alles in den Plunder. Wir sollten unsere Machtfähigkeit natürlich jetzt langsam mal ausweiten. Weil wir dringend... Also Macht gibt mir halt echt viel Rüstungswiderstand. Und sagen wir es mal so, das Spiel wird noch ein bisschen schwerer. Und da kann man ganz gut Rüstungswiderstand gebrauchen. Jetzt habe ich den komischen Helm da einfach so ins Inventar gekloppt. Na, dann schwimmen wir mal hier durch. Immer nur schwimmen. Schwimmen, 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 immer schwimmen. Schwimmen, schwimmen. Und keine Trollblume, nein. Und dann gibt es ja ein Feinlager, Schrott und Schrott und drüber hast du nicht gesehen. Naja, gut. Die Scherben können wir ja aufwerten, wenn wir später unser Gem-Level wieder ein bisschen erhöht haben. Hallo. Hallo, Freunde. Hallo, lalalalala. Ach, da. Hier müssen wir hin. Das ist also er, der jetzt uns helfen wird, den Übergang mit der Todesblume anzufassen. Ihr solltet euch privilegiert fühlen. Der Übergang ist kein Ort für die Angelegenheiten der Sterblichen. Ihr seid die Erste, die es so weit geschafft hat. Also so wirklich sterblich bin ich nicht. Ich brauche den Übergang. Diese Essenz der Todfeuerblume ist für den Übergang gedacht, richtig?
um diese Region von dem Narka-Fluch zu befreien? Richtig. Das werde ich nicht erlauben. Florion sieht trotz all seiner Weisheit nicht, was ich sehe. Und was seht ihr? Dass der Übergang eine Lösung für diesen langen Winter ist. Kein Feyenreich ist je auf diese Art emporgekommen. Es liegt nicht in der Natur der Dinge. Ich habe die Macht des Übergangs genutzt, um das Gleichgewicht der Magie schrittweise zugunsten der Sommerfeien in Alzeron zu verlagern. Oh. Aber es ist dabei zu unerwünschten Nebeneffekten gekommen.